Herzlich willkommen zum Part von Hey, der Derby-Rückblick. Wir blicken auf das vergangene Derby zurück und gucken, wo die einzelnen Gemeinschaften abgeschlossen haben. Kleiner Spoiler, es war ein sehr gutes Derby, was ich mitbekommen habe. Okay, fangen wir mit der Projektgemeinschaft. So, Zweiter sind sie geworden. Damit der Aufstieg in die Champions League wieder zurück. Sehr gut auf jeden Fall, das freut mich sehr. Einzelpunkte, halt die Fresse hier. Also Einleitung. Jenny 1,250, kurios, 30 Punkte mehr, it's me. Genauso Emmy auch. Farm von Phil 1,592, Lolly 8 Punkte mehr, Herr Alex 1,29, Minimu 2,240, Nico 2,65, genauso wie Anton, Lia, Basti, Zahid und Celine. Gutes Derby, muss ich sagen, echt richtig gut. Einer wurde gekickt, aber ja, das haben sie gut weggemacht. Zweiter Platz, so geschafft. Geil. Freut mich sehr. Okay, wer ist denn Spenden König bzw. Königin dieser Woche in der Projektgemeinschaft? Gucken wir mal. Weil sonst immer ein Kampf zwischen Zahid und der Lia. Bin mal gespannt, wer heute hier in der Projektgemeinschaft Spendenkönig wird. Okay, Zahid hat. Boah. 116. Das ist schon viel. Ach, Lia ist gar nicht. Ja, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Bisschen habe ich nichts Höheres gesehen, meine ich. Tja, 116 Punkte. Zahid spenden. König bzw. Königin. Ist immer noch nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Egal. Glückwunsch dazu, Zahid. Nicht schlecht. 116 ist einiges. Sehr viel. Okay, wir gehen zur dritten Gemeinschaft. Let's go. Bei der dritten Gemeinschaft angekommen, gucken wir uns doch mal direkt die Ergebnisse an. Zweiter Platz geworden, auch. Aber der Inner-Champions-Sieger. Nice. Und das, obwohl hier auch einer 0 Punkte geholt hat, der aber die Gemeinschaft verlassen hat. Richtig gute Leistung auch wieder hier. Tiger Ranch 265, Silberauch 280, genauso wie Maxis, Gina, New Mega Farm, Alex, Sunshine, Chrisis, Jana, Colin, Michi, Marie, Anni und Lenny, ich und Sanjo, Rosa Panther, Darkmoon und Moonfarm 3200. Auch wieder eine richtig gute Leistung. Ich habe ja gesagt, kleiner Spoiler, wird gut werden. Also zweimal zweiter Platz. Sehr gut. Gucken wir uns mal die Spendenlisten an. 36. Aha. 38. Hier muss man ja schon ein bisschen niedriger zählen. Was nicht schlecht ist. Aber hier ist einfach das Spendenerbetenverhältnis ein bisschen anders. Das ist halt in jeder Gemeinschaft immer so variabel. 39. Auch Zahid. Also ein Doppelten hatten wir noch nie. Wie viel hatte Alex? 38. Boah, Zahid. Ich weiß nicht, ob das deine erste Farm ist oder so. Aber Glückwunsch zum Spendenkönig. Bis jetzt Spendenkönig diese. Spendenkönig bzw. Spendenkönigin dieser Woche. Cool. Okay, auf zur zweiten. Yo, bei der zweiten angekommen. Habe ich mitgespielt. Erster Platz geworden in der zweiten Liga, wohl bemerkt. Und wir sind auch wieder aufgestiegen in der Champions League. Das heißt, alle vier Gemeinschaften sind wieder in der Champions League. Das ist sehr gut. 8 Segen, oha, das ist voll viel. Hier haben wir uns mal hier ein bisschen geschissel. Machen wir mal Diamanten. Schatz, das Puzzleteil. Geh selten in der Stadt mit der Farm. Cool. Bin mal gespannt, wie die Einzelergebnisse sind. Da bin ich mal gespannt. Das nächste Derby werde ich hier aber nicht mitspielen. Ja, erster Platz, geil. Weil jetzt Power Derby ist. Könnte ein bisschen eng werden. Was soll ich einfach mal machen? Ich glaube, vielleicht mache ich auch einfach mit. Ich überlege mir das noch. Okay, Einzelergebnisse. Tobias 1,280. Okay. Felix Farm 2,536. Ja, wir hatten irgendwas abgesprochen, aber ich wundere mich gerade trotzdem. Hackies 2,65, genauso wie Lea, Karussells, Vlad, ich, Ella, Luki, Lily Eve, Ellie, Senian, Raspberry, Eis, Lukas, Michelle, Zarzep. Boah, viele haben denn hier mitgemacht. Und Inks und Dark, Melly 2,880. Sehr gute Leistung hier auch. Den ersten Platz redlichst verdient. So muss das sein. Okay, gucken wir uns die Spendenliste an und zu gucken, wer Spendenkönig bzw. Spendenkönigin dieser Woche ist. Bisher nach Dark Melly aus. Dark Melly geht mit 67 in. Oh, Lea überholt sie gerade.
mit 101. Was ist denn hier mit der Spendenliste los? Die geht ja auch richtig nach oben. Ja, 101 gewinnt, würde ich sagen. Die Lea. Glückwunsch, Lea, zur Spendenkönigin dieser Woche. Nicht schlecht. Okay, wir gehen zuerst. Dann. Da wären wir auch schon angekommen. Erster Platz. Wow. Ich. Viermal Trip gehen haben wir selten. Das haben wir echt selten. Wir kriegen eine anpassbare Deko. Die ich. Naja. Eher bescheiden finde und ich kriege hier richtig Kackbelohnung. Obwohl. Erweiterungserlaubnis und so ist ja gut. Puzzleteil. Ja, lassen wir auch einfach so. Keine Lust zu drehen. Das stimmt schon so. Ja, die erste ist erster geworden, die zweite auch. Und die dritte und die Projektgame zweiter. Man muss dazu sagen, dritte und die erste Gemeinschaft sind in der ersten Liga. Die haben bei einer Männer in der Dingsliga mitgespielt, in der zweiten. Ja, 580. Das ist doch mal eine gute Platzierung, würde ich sagen, oder? Das ist eine sehr gute Platzierung. Wir waren zwar mal Top 500, aber bin ich zufrieden mit. Geht natürlich noch höher, aber sehr gut. Gucken wir uns die Einzelergebnisse an. Dennis, rechter Twix, Katharina, Elida, Tanja, Mustachmeister, Darkmoon, David, ich, Martin, Jonas, Marika, der linke Twix, Sunshine, Yannick, Yvonne, Puber, Vroni, Anton, Sanyo, Ronny, The Maui und The Beaches. Alle 3200 Punkte. Richtig gute Leistung. Boah, wie viele sind wir überhaupt gewesen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23 Leute im Derby. Alter, das ist viel. Ja, das ist heftig. Gucken wir uns die Spendenliste an, wer Spendenkönig oder Spendenkönigin dieser Woche ist. Bisher geht Puber mit 39 in Führung. Da kommt noch einer, an ihr vorbeizieht. Oh, Maui mit 46. Er holt einfach rechts. Unverschämtheit. Ja, der Maui. 46 gespendet, damit Spendenkönigin. Glückwunsch dazu. Ja. Das war's auch für den Derby-Rückblick dieser Woche. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und nutze die Doppelt-XP-Woche aus. Haut rein und ciao!